Ich will in die Küche, das kann ich nicht. Hallo, zurück bei Tiffy TV. Ich stehe in der Küche, mein Zimmer wird belagert. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, dass ich es einfach nicht schaffe, dieses Projekt weiterzuführen. Und ich schaffe es auch nicht, überhaupt irgendwas an Videos aufzunehmen. Es ist so, dass ich jetzt endlich die Praktikumseingangsklausur bestanden habe, was mal langsam nötig war. Und jetzt habe ich einen Praktikumsplatz, das heißt, ich habe wieder Laborarbeit und ich habe einfach leider überhaupt gar keine Zeit, jetzt noch Videos zu drehen. Wenn zwischendurch mal irgendwas anliegt und ich das aufnehme, lade ich es natürlich hoch, aber ich wollte eigentlich Bescheid sagen, dass ihr nicht erwarten solltet, regelmäßige Videos von mir zu kriegen, weil ich es einfach nicht schaffe, zeitlich. Ich studiere halt hauptsächlich und YouTube soll ein Hobby sein, beziehungsweise die Videos sollen ein Hobby sein und sollen ja nicht für mich anstrengend oder schlimm sein, sondern die sollen mich ja bereichern oder mir Spaß machen. Und das würde ja nicht sein, wenn ich das zwanghaft immer machen würde. Deswegen reduziere ich das auf das, was ich halt bringen kann, was wahrscheinlich eher so ein Video im halben Jahr ist. Es tut mir ein bisschen leid, weil es echt wenig ist, aber ich schaffe es einfach sonst nicht. Genau, das ist es auch eigentlich schon wieder gewesen. Ich hänge hier hinten jetzt noch die Aufnahme vom letzten Mal, also das Ende von dem Let's Play dran. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder von mir. Wie gesagt, ich habe jetzt wieder Laborzeiten und ich werde auf jeden Fall am Ende des Jahres, also am Ende des Studienjahres, nochmal darüber reden, wie das dritte Jahr war. Also das kommt auf jeden Fall, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, das kommt im Sommer. Aber ansonsten ist da erstmal nichts in Planung. Ich werde vom Live-Rollenspiel versuchen, das aufzunehmen, aber ich weiß nicht, wie gut das geht. Genau, das war's auch schon wieder von mir. Und ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen Frühling. In Hamburg ist es schön. Ich hoffe, bei euch auch. Ich laufe jetzt erstmal zurück, weil eigentlich ist es noch nicht spät, aber ich habe gerade gesehen, dass jemand online gegangen ist, mit dem ich mich heute Abend verabredet habe zum Spielen. Und da es schon nach 10 ist, sollten wir langsam beginnen, sonst ist es nämlich nicht mehr heute Abend. Außerdem haben wir den... Ah, da! Spot doch noch gefunden. Das ist ein riesiges Teil. Fast 5 Fuß hoch. Ein goldener irgendwas in der Mitte. Grün und lila. Gefärbt. Abgefahren. Geil. Ziel erreicht. Also war ich zu weit gelaufen. Cool, echt cool. So, jetzt habe ich zwar diese weiße Pflanze immer noch nicht, aber es ist ja auch egal. Die war bestimmt nicht so wichtig. Da ist die Eule von dem Lager. Da müssen wir hin. Also ich... Vielleicht sollte ich nicht mal so hetzen. So. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Wie Mais irgendwie.
Wenn man das mit einem Oxidationsinhibitor in einer Oxidationsinhibitorpflanze kombiniert, macht man damit Agent X. Ich muss jetzt nur noch eine Oxidationsinhibitorpflanze irgendwie kriegen. Alles klar, das kriegen wir doch hin. Ich hoffe, die verwelken nicht. Also, fürs nächste Mal muss ich mir auf jeden Fall irgendwie ein Gesprächsthemen parat legen oder Fragestellungen oder so, die ich ansprechen kann. Das ist echt... Ich bin immer so ein bisschen... Ich stocke zu sehr. Ich rede zu wenig, glaube ich. Zumindest wirkt es so auf mich. Also, wenn ich mir das so rückwirkend angucke, dann wirkt es so auf mich, als wenn ich zu wenig rede. This flower cannot be essential in anything useful. Wegschmeißen. So. Ich muss eine Lampe anmachen. Ist hier nicht mal eine Lampe? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Leute. Die hat doch bestimmt was Wichtiges in der Hand. Jetzt guckt er doch endlich rein. Hol nicht mal Steine. Mann. Die sieht ganz schön glücklich aus dafür, dass sie von vorne erdolcht wurde. Gott, die kennt den Menschen. Vielleicht haben wir die auch selbst erdolcht. Vielleicht sind die ja voll brutal. So, ich speichere hier. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal sehen. Ja, weiß ich auch nicht. Mal sehen. Verrückt ist das hier. Also richtig Horror ist das nicht. Da läuft ja so eine Katze rum. Das ist ganz süß. Okay. Tschüss. Was zur Hölle?